sind berühmt und berüchtigt für ihre elektronische Ekstasemusik, wilde Performances und immer für eine Überraschung. Für ihre neue CD haben sie Hits der früheren Alben neu aufgenommen. Dabei haben sie die Elektronik verbannt und lebensprallige Coverversionen mit dem Mandolinenorchester Kapaikos geschaffen. Für uns ist es ja nichts Neues. Die Mandoline ist ein sehr altes Instrument. Es ist ja so, Ginas Großvater, Lupo Dorio, hatte ein Orchester, das Lupo Dorio Orchester. Mein Urgroßvater war der Geigenlehrer von Helmut Zacharias, der wiederum in Ginas Großvaters Band Geige gespielt hat. Deshalb ist sowas wie so eine Mandoline nichts, was uns irgendwie schocken könnte. Wir haben etwas sehr Orchestrales in unserem Wesen. Und darum haben wir diese Platte aufgenommen. Und so klingen die Cobra Killer gemeinsam mit den Kapaiken. Das erste Mal im Leben von Cobra Killer, 7,5 Jahre, dass wir sowas Ähnliches wie ein Konzept verfolgen. Coverversionen. Mit Mandolinen. Das Mandolinenorchester. Und einem Cajon. Das Cajon ist ein Flamenco-Schlaginstrument. Ein klassisches Flamenco-Schlaginstrument. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ist die Stimmung jetzt nicht sonderlich viel anders, als wenn wir so ein Konzert geben. Was uns auch nur wieder beweist, dass es nicht um die Instrumentierung geht von einem Lied, sondern einfach nur um die Intensität des Liedes. Und die Energie. Cobra Movement is not a push-up. Le mouvement de Cobra n'est pas une push-up. Push-up. Die freundlichen Damen von Cobra Killer sind mit dem Mandolinenorchester auf Tour. Ein unvergesslicher Abend ist garantiert. Auf keinen Fall verpassen. De rien. De rien.